Moin, moin, bon dia, Familia. Heute bin ich wieder mit dem Fahrrad unterwegs, im Moment im Mundenhof. Ihr seht es vielleicht, im Hintergrund steht der Wissende von meinem Opa gemacht, El Spildhauer. Ich werde euch einen Link auf seine Homepage verlinken. Heute geht es durch Schneckental und ich fahre direkt vom Mundenhof über nach Waldershofen und ich hoffe, ihr begleitet mich dabei. Desculpa, eu não falo muito português. Desculpa, mas eu espero, eu preciso falar mais e eu experimentar falar mais português. Ok, bis später, ciao. So, jetzt bin ich auf dem Weg Richtung Offener Baggersee. Beziehungsweise ich fahre an ihm vorbei, weil für mich geht es ja weiter nach Waltershofen. Ich zeige euch das mal. Na, so, eigentlich wollte ich ja schon viel früher losfahren. Ich war heute schon mal um 7:30 auf dem Fahrrad. Ich muss sagen, ich bin bis nach Lehn gekommen, habe aber dann festgestellt, es ist mir noch viel zu kalt. Wir hatten, glaube ich, sowas um die 6 Grad rum. Ich hatte eine Jacke an, mein Pullover, alles. Und da habe ich gesagt, nee, ist zu frostig, ich fahre nochmal heim. Stell meinen Fahrrad nochmal in die Garage. Lass aber alles unten liegen. In der Satteltasche, was ich schon gepackt hatte. Und gehe nochmal hoch und warte, bis es ein bisschen wärmer ist. Jetzt haben wir inzwischen 10:30 und ich muss sagen, inzwischen ist die Temperatur angenehmer. Jetzt kann ich auch wieder mit dem Pullover fahren. Das ist schon ein bisschen schöner, wie so früh morgens. Respekt da an meine Frau, Rosangela, die jeden Morgen um 7 Uhr losfährt, um dann um 7:30 bei der Arbeit zu sein, mit dem Fahrrad. Boah, das wäre mir einfach zu kalt. So, jetzt bin ich unter der Autobahn unten durch. Zu meiner Linken ist der Opfener Baggersee. Den sehen wir jetzt aber nicht. Nur die Auffahrt, wie man hinkommt. Eine Möglichkeit zumindest davon. Insgesamt zwei Möglichkeiten, zumindest von der Seite. Von der anderen Seite gibt es natürlich auch verschiedene Möglichkeiten. Und ja, den Weg hier kennt ihr ja schon, den bin ich auch schon ein paar Mal gefahren. Überhaupt die Strecke hier lang kennt ihr eigentlich schon. Aber ich habe gedacht, ich nehme euch einfach nochmal mit. Im Herbst sieht ja alles ein bisschen anders aus, wie im Frühling oder im Sommer. Wobei von richtig Herbst kann man ja noch nicht reden. Wobei anhand der Temperatur von heute Morgen würde ich sagen, definitiv, wir haben Herbst. Es ist kalt. Aber jetzt ist es angenehm. Der Weg hier, der geht eigentlich relativ gerade. Fast bis nach Waltershofen. Beziehungsweise man kommt halt auf die Straße, die von Freiburg nach Waltershofen geht, von Unkirch. Beziehungsweise von Unkirch nach Waltershofen. Das ist die gleiche Strecke, wie gesagt, wie ich vor 2 Tagen gefahren bin. Leider hatte ich da nicht die schlaue Idee, ein Video zu machen. Die Idee hatte ich erst gestern bei dem Video bei Teningen, mal wieder ein Video zu machen. Das Video vor 2 Tagen hätte sich aber gelohnt. Wie gesagt, da bin ich durchs Hexental. Beziehungsweise erstmal auch hier die Strecke nach Waldershofen, aber über Umkirch. Und dann Waldershofen, St. Nikolaus, Opfingen, Tingen, Mengen, Norsingen und dann die Spitze von dem Weinberg überquert nach Kirchhofen und dann von Kirchhofen auch wieder mit über ein Tal, was ja ein bisschen höher gelegen ist, direkt nach Bolschwein, ohne den Umweg über Erdenkirchen. War eine schöne Strecke.
Vor allem dann oben in Sölden hatte man eine richtig schöne Aussicht rüber zum Schauinsland. Beim nächsten Mal, wenn ich da oben fahre, nehme ich euch auf jeden Fall mit. Vielleicht zusammen mit meiner Mutter mal schauen. Im Moment liegt sie ja noch krank im Bett. Aber ich hoffe, es geht ihr bald besser. Ich lasse mal in dem Sinne ganz liebe Grüße an sie raus. Und höre jetzt erstmal wieder auf, ein bisschen zu filmen. Wir sehen uns später. Ich habe jetzt gerade mal mein Fahrrad umgestellt beim Sitz, dass ich da ein bisschen schräger sitze. Ich zeige euch das. Ich habe das auf dem Foto auch schon mal gerade eben gezeigt. Aber wie ihr seht, jetzt geht der Sitz dann vorne ein bisschen nach oben und dann rutsche ich beim Fahren nicht so immer nach unten. So. Jetzt bin ich kurz vor Waltershofen, abgebogen hier auf dem Radweg, der mich jetzt hier schön gemütlich entlang bringt, den Thuneberg-Gemeinden Waltershofen, St. Nikolaus, Opfing und Thiengen und dann auch ein Stückchen mit einem kleinen Schlenker weiter nach Mengen. Und dort euch dann auch weiterfahren nach Norsingen. Aber jetzt schaut euch mal schon. Sehen tut man heute leider fast nichts. Oder eigentlich gar nichts. Weil überall wächst Mais. Was größtenteils verwendet wird als Futter für die Tiere, die wir dann schlachten und essen. Aber schaut jetzt mal. Das Feld ist schon geerntet. Hier können wir runter, weiter hinten ist auch ein bisschen Mais, ja, aber das stört mich nicht. Aber schaut mal da hinten so schön die Berge, das ist einfach traumhaft. Alles so leicht heute im Dunst, aber man kann es erkennen. Und zwischen den beiden Bergen werde ich heute auch wieder durchfahren, aber eben nicht die steile Variante, sondern heute mal die Baby-Variante des Schneckental. Ich denke mal, das reicht auch. Man muss nicht immer durchs Hexental durch. So, also hier, wie gesagt, hier geht es weiter nach, nach St. Nikolaus. Ist das nächste, wo ich vorbeifahre. Und dann kommt Opfingen. Aber wie gesagt, ich fahre nur dran vorbei. Ich fahre nicht wirklich durch. Macht ja auch keinen Sinn. Will ich da einkaufen, muss ich nichts. Ich habe zu trinken dabei. Ich habe ein bisschen was zum Essen dabei. Das reicht. Ich bin heute auch nicht so weit unterwegs und die Strecke heute sollte auch nicht so anstrengend sein, wie die jetzt gestern oder vorgestern. Und im Sinn brauche ich auch nicht so viel. Ich habe hier alles. Jetzt genieße ich einfach mal hier die Aussicht. Übrigens, es tut mir leid wegen dem Rauschen im Video. Ich filme momentan mit meinem Handy und ich weiß jetzt nicht, ob der Ton aufgenommen wird über mein Smart-Helm, das Mikrofon da oben, oder das Mikrofon vom Handy. Das weiß ich leider nicht. Aber das ist halt der Wind. Teilweise der Wind, der weht, plus natürlich der Wind, der Fahrtwind. Der sorgt natürlich schon dafür, dass man hier dass es da zum Rauschen kommt. So, jetzt muss man aufpassen. Ah, jetzt habe ich Freibahn. So. Also hier kann man auch richtig schön schnell fahren. Muss man nicht, aber ich habe heute mal Lust dazu. Ich fahre eigentlich schon seit 3 Tagen immer sowas zwischen 25 und 30. Das macht irgendwie Spaß. Und jetzt, wo ich den Sitz noch umgestellt habe
und ich eben irgendwie das Gefühl habe, dass mein Popo nicht mehr vom Sitzrand rutscht. Oh, da ist eine Katze gewesen. Fährt sich natürlich um einiges angenehmer. Aber vor allem, ich kann jetzt auch meine Beine komplett ausstrecken, weil ich eben nicht immer nach hinten rolle, nach unten rutsche. Was natürlich auch ziemlich viel ergonomischer ist, wie immer mit nicht leicht angewinkelten Knien zu fahren. Das ist auch nicht gut für meine Knie. Das tut weh. Das merke ich dann auch, wenn ich nach dem Radfahren die Treppen hochlaufe, tun die ordentlich weh. Und ich wohne halt im zweiten Stock. Das merkt man dann. Gerade so nach 40 Kilometern nicht gemütlich gefahren, weil die Knie überanstrengt wurden, weil sie angewinkelt waren. Das ist das vielleicht jetzt ganz viel besser. Ja, das Fahrrad ist eigentlich auch ein bisschen zu klein für mich. Da steht dran, für Personen bis 2 Meter. Ich bin halt 2,11 Meter. Und meine Beine, nicht mein Rücken ist so lang, das wäre toll. Wobei auch nicht, ich habe jetzt schon Probleme mit der Nackenstütze, dass die irgendwie überall irgendwie vorhanden ist, aber mir irgendwie nicht den richtigen Kopf stützt. Also, und dann wäre auch der Rücken viel höher. Wenn das sitzt, dann da oben halt Schultern alles bei rumgehört, finde ich jetzt auch nicht so toll. Aber es wäre halt praktischer. Da hätte ich mir wegen meiner Beinlänge nicht das Problem im Fahrrad. So. Jetzt habe ich auch mal wieder genug gequatscht, erstmal. Man merkt, ich fahre alleine. Und höre jetzt erstmal wieder mal kurzfristig auf zu filmen. Wir sind jetzt auch schon in Opfingen. Es kommt auch gleich Tingen, ziemlich bald. Und da muss ich dann die Straße kreuzen. Nach Handy in der Hand halten. Deswegen, ich melde mich wieder so kurz vor Mengen, würde ich sagen. Bis dann. So, wie versprochen, kurz vor Mengen, beziehungsweise ja, erstmal kurz vor der Autobahn. Schaut mal. So. Da unterquere ich jetzt wieder die Autobahn. Ich habe es heute schon mal unterquert. Kurz vom Opfinger. Jetzt muss ich wieder durch. Aber das ist eigentlich klar, weil wie soll das sonst funktionieren? Ich komme ja nicht an die Berge ran. Das wäre jetzt perfekt, wenn ich an den Rhein fahren wollte. Dann müsste ich auf der Seite hier bleiben, aber ich möchte nicht dann rein. Ich möchte zu den Bergen. Also wieder Autobahn unten durch. Und dann, wie schon so oft, gleich rechts hoch. Da ist dann der Friedhof von Mengen. Und dort werde ich auch kurz stehen bleiben. Für einen kurzen Moment. Bisschen verschnaufen, also nicht am Friedhof, sondern dahinter ist ein Platz, wo man Pause machen kann. Da werde ich kurz verschnaufen und dann geht's weiter. Bis jetzt habe ich 15 Kilometer drauf, noch nicht allzu viel, aber das ist auch nicht verwunderlich, weil, wie gesagt, ich bin ja auch noch nicht sehr weit gefahren. Ich bin jetzt erst bei Mengen. Wenn ich jetzt hier direkt nach Schallstadt, durch das ich nachher auch komme, direkt abbiegen würde, dann wäre ich ganz schnell wieder zu Hause. Aber ich möchte jetzt erstmal bis nach Kirchhofen und dann mal schauen. So. Bin ich fast oben beim Friedhof. Da vorne sind Leute. Deswegen höre ich jetzt mal auf zu filmen. Wir sehen uns später. So, ich bin in Mengen durch. Jetzt geht's Richtung Norsingen. Das
touristisch ein Ort vor Bad Krozingen. So eben wie vor 2 Tagen. Jetzt muss ich mal schauen, da vorne kommt ein Traktor. Wo ich da jetzt am besten auf die Seite fahre, wie ich da auf die Seite fahre. Oder ob er auf die Seite fährt. Ah, er scheint da auf die Seite zu fahren. Das ist gut. Und ja, schaut mal. Die Berge sind ein bisschen näher. Ich bin ja auch nicht mehr auf der anderen Seite von der Autobahn. Und dort sind jetzt auch Schilder. Könnt ihr mal schauen. Dort hat man jetzt nämlich die Auswahl. Bad Krozingen, Norsingen, Breisach, Bingen. Ah, ihr seht gar nichts. Die Schilder seht ihr aber. Auf jeden Fall, da steht Bad Krozingen 6,5, Norsingen 2,2, Opfingen 6,5, da komme ich ja her, Mengen 0,8, klar. Breisach kann ich jetzt gerade nicht lesen, muss ich ein Stück zurück. Ah, ich kann es immer noch nicht lesen. Breisach wären 15 Kilometer und Bingen wären 2,8. Aber ist jetzt alles für nichts für mich, weil ich will ja heute nicht so eine große Runde machen. Ich werde jetzt rüberfahren. Ich zoome euch das mal ein bisschen ran. Da vorne, der kleine Berg, der da so flach runter geht, da werde ich die Spitze schneiden und dann eben zwischen dem großen Berg und dem kleinen Berg fahren. Das ist dann heute doch ein bisschen angenehmer wie vor 2 Tagen. Da hinten mit dem Turm, ich schau mal, ob ich den jetzt reinkriege. Ja, dort, ja, die Wolken sehen sehr imposant darüber aus. Dort unterhalb ist das ist der Plauen, unterhalb liegt Müllheim. So, blenden wir mal rüber. Dann dort, sieht man nicht, da sind auf jeden Fall 2 Windräder. Und oberhalb von den Windrädern, das ist das Schauinsland. Sehr viel weiter umdrehen kann ich mich jetzt nicht. Das ist schwierig. So, ich mache den Zug mal wieder raus. Und jetzt geht es erstmal wieder ein bisschen weiter. Richtung Norsingen. Einmal schön umdrehen. Gucken, wo es irgendwann ist. Und jetzt geht es weiter. Hier muss ich jetzt auch ein bisschen aufpassen. Da vorne, vielleicht habt ihr das Auto gesehen. Das können wir jetzt gleich auch vorne vorbeifahren. Ja, jetzt. Dort ist eine Straße. Das ist dieselbe Straße oder beziehungsweise die Weiterführung von der Straße vorhin, wo ich war bei Mengen, die ich in Mengen gekreuzt habe. Die ist meistens relativ stark befahren. Da sollte ich im Prinzip aufpassen, weil ich muss geradeaus weiter, eben hier die kleinen Sträßchen, hier die Landsträßchen entlang. Beziehungsweise Feldwege kann man das eher nennen oder Feldsträßchen. Darüber kann man sich entscheiden. Oh, das Zeug ist hier immer noch auf der Straße. Da habe ich mich vorgestern schon aufgeregt, dass das hier so dreckig ist und so holpert. Das ist nicht angenehm. So, schaut mal, jetzt fahre ich auf die Berge zu. Klar, ich will ja auch über den Einberg Zipfel zumindest rüber, um dann ins Schneckental zu kommen. Was ich dann nach Schallstadt mache, ob ich von Schallstadt dann irgendwie noch einen Abzweig mache oder ob ich beschließe, bei St. Georgen die Höhenroute vorzufahren, die wir auch schon mal gemacht, die ich auch schon mal gemacht habe mit der Versandschler und der Gunde. Das weiß ich noch nicht. Ich weiß nur, dass es da ganz schön steil hochgeht. Mal schauen. Vielleicht ja, vielleicht auch nicht. Ich weiß es noch nicht. Das sehe ich dann, das entscheidet sich dann, wenn ich dort die Wahl habe zwischen runter zum Richtung Bahnhof Schallstadt oder beziehungsweise Bahnhof Ebringen oder hoch Richtung Ebringen und dann rüber. Wie gesagt, keine Ahnung, wie ich mich da entscheiden werde. Da werde ich gucken, was der Tacho sagt, wie weit ich schon gefahren bin, was der Akku sagt,
weil ich merke heute, ich bin nicht ganz so fit wie die letzten 2 Tage. Aber 2 Tage hintereinander, jedes Mal über 40 Kilometer, das spüre ich heute schon ein bisschen in den Knochen. Aber heute ist nochmal schönes Wetter. Ob es morgen schön ist, weiß ich nicht. Am Freitag soll es auf jeden Fall schon bewölkt sein. Am Samstag regnet es dann. Und da wollte ich dann schon das schöne Wetter nutzen, was wir im Moment haben. Jetzt höre ich ja schon wieder auf. Weil wie ihr seht, hier ist auch Autoverkehr. Weil dort vorne ist ein Biohof. Und deswegen melde ich mich später, wenn ich wieder oben auf der Höhe bin, bei Kirchhofen. Bis dann. So, ich bin jetzt auf der Höhe. Wie gesagt, ich schneide jetzt hier ein bisschen den Berg, wovon ich vorhin geredet habe. Hier, da ist der schöne Weinberg mit schönen Trauben. Bestimmt leckerer Wein. Jetzt geht es erstmal ein Stück runter. Aber das bleibt nicht so. Es geht immer wieder ein bisschen runter, ein bisschen hoch, ein bisschen runter, ein bisschen hoch. Deswegen werde ich mal kurz meine Hand wechseln. Ich hätte gerne eine Hand an der Gangschaltung. An der Unterstützung würde nichts ändern. Aber ich möchte die dementsprechend den Gang unterscheiden können, wenn es dann wieder hochgeht. So, wobei jetzt geht es erstmal hier mit Schwung runter. Wieder Hoffnung, da kommt nichts von oben. Nein, kommt nichts. So, perfekt. Schaut mal. So. Wunderschön. Der Forstseller sieht man schon das Kirchtürmle und Kirchhofen, wo ich dann auch abbiegen werde nach links, um dann in die Ding zu kommen, ins Schneckental. Jetzt geht es aber erstmal über die Straße rüber, die in ins Schneckental führt. Hier war eine schöne Brücke. Ich bin ja froh, dass es so diese Brücke gibt. Die ist schon richtig cool. Einmal mit Schwung hoch. So. Jetzt mache ich mal kurz Pause. Bleib mal kurz stehen. So, da hinten seht ihr die Kirche. Ich sagte, es ist die Straße. Richtung Schallstadt durch Schneckental. Hier dann Richtung nach Bad Krozingen. Und ich fahre jetzt gleich hinter der Kirche, geht es dann nach links. Ich höre jetzt mal hier wieder auf, weil wie ihr seht, da unten ist eine Straße. Ich bin in der Ortschaft. Da geht es jetzt runter mit Schwung. Da kommt eine Straße von rechts, da muss ich drauf achten. Dann kommt eine Straße von links und dann kurz noch schauen, was von vorne kommt. Da sollte ich beide Hände im Zweifelsfall an den Bremsen haben, falls ich ruckartig bremsen muss, wenn ich hier runterfahre. Ich melde mich später wenn ich auf dem Radweg bin. Bis dann. So, Kirchhofen bin ich durch. Ich hoffe, man hört mich. Ich rede jetzt extra mal lauter, weil der Wind hier ist schon extrem. Ich denke, man hört mich gar nicht. Und so, also durch Kirchhofen bin ich durch und jetzt bin ich im Schneckental, da drüben im Batzenberg und hier im langen Ausläufer vom Schönberg. Ich war davon, ja, Schönberg. Ist doch hier.
hier viel angenehmer zu fahren wie durchs Hexental. Und dem Hexen bin ich froh, heute mal so zu fahren. Ich könnte zwar in Prägebring abbiegen Richtung Wittnau, aber dort bin ich schon mal hochgefahren. Mörderisch steil. Und es gibt heute auch irgendwie keinen Grund dazu, da hochzufahren. Also, ich war da oben vor 2 Tagen. Leider habe ich kein Video davon gemacht. Ich habe es zwar mit ReLive aufgenommen. Das werde ich nachher mal auch posten, das kurze ReLive-Video mit ein paar Fotos. Und unter diesem Video hier verlinken. Aber das ist alles andere. Jetzt bin ich in, ich schau mal, ist richtig lese, Pfaffenweiler. Nein. Doch, Pfaffenweiler. Das heißt, ich bin wieder in der Ortschaft. Ich sollte aufhören zu filmen. Bis später. So. Aus Pfaffenweiler bin ich draußen. Bin ich gerade rausgefahren. Das Ortsschild ist gerade an mir vorbei. Und als nächstes kommt dann eigentlich Schallstadt Wolfenweiler. Aber dort habe ich die Möglichkeit, wie vorhin schon erwähnt, entweder hoch den Weinbergweg oberhalb von St. Georgen und Leutersberg oder eben jetzt links runter am Bahnhof von Ebring durch. Ich bin noch nicht ganz schlüssig, was ich genau machen werde. Mein Akku ist schon noch über die Hälfte voll, also von dem her gesehen würde es gehen. Kilometermäßig 25 Kilometer sollte eigentlich auch gut gehen. Dann noch oben rüber. Vor allem ist es nicht weiter, ob ich unten fahre oder oben. Ist nur höhenmäßig ein Unterschied. Aber ich schaue es mir gleich mal unten an, an der Gabelung, was ich mache. Vor allem, was er mir da schlägt, mir verschiedene Sachen vor. Und auch eine Kilometerangabe und entscheide dann. Ihr werdet es ja dann sehen. Es dauert noch ein bisschen. Ich melde mich dann wieder unten an der Gabelung, wenn ich mich dann entschieden habe. Bis dann. Wie ihr seht, oh, ich bin kräftig am Schlafen. Wie ihr seht, ich habe die Variante genommen oben rum. Ich bin jetzt schon ein bisschen oben, noch nicht ganz und ganz schön im Moment am Schnaufen. Unten an der Wahlkreuzung, die Entscheidung war, habe ich mich gerade eben noch ganz nett mit ein paar anderen Radfahrern unterhalten. Von dem her gesehen, das habe ich gedacht, da unten zu filmen, das ist doof, deswegen habe ich es jetzt auf hier oben verschoben. Ah, seht ihr es ja auch. Ich schalte mal um, dann seht ihr, wie es hier aussieht. So, schaut mal. Hier, wie ihr seht, ich darf jetzt nicht hier runter. Ich muss auch nicht rechts hoch, zum Glück. Für mich geht es noch auch geradeaus. Aber da geht es halt noch mal ein ganzes Stückchen hoch. Und es bleibt nicht so, sondern es geht auch wieder runter und geht dann nochmal hoch. Also, bis später. So, nochmal kurz. Wie ihr seht, ich bin richtig hier oben. Aber es geht nochmal ganz schön hoch. Aber schaut noch was anderes. Da hinten sieht man die Ruine
an der Schneeburg. Ich hole es euch mal so nah ran wie möglich. So, mal irgendwann die Kamera ruhig zu halten. So, das ist die Schneeburg-Ruine. Da war ich auch schon oben mit Rosangela. Aber für mich geht es jetzt weiter. Da, wie gesagt, wie das Schild sagt, rechts hoch. Bis später. So, ich komme gerade nach Ebring rein, wie ihr gerade auf dem Foto gesehen habt. Hier hätte ich jetzt noch mal eine Möglichkeit, 1 Kilometer nach Schallstadt. Das wäre natürlich wirklich top. Ich hole es euch mal näher ran. Wie gesagt, 1 Kilometer nach Schallstadt, aber ich werde die Variante nehmen mit 9 Kilometer. Moment, welches Schild denn? Mit 9 Kilometer nach Freiburg. Da steht komischerweise immer noch 0,4 nach Ebring, obwohl ich schon in Ebring bin, aber hier sieht man auch, geht die Badische Weinroute entlang, Euroweg, Markgräfler Radweg und Südschwarzwälder Radweg. So, da gibt es einige Radwege, die da lang gehen. Ich, wie gesagt, für mich geht es jetzt hier weiter. Dort erst mal ein bisschen runter, aber ich weiß, es bleibt nicht dort. Ich muss gleich wieder hoch. Also, bis später. So, schaut mal. Hier. Wunderschön. Oh, ich glaube, ich muss hier weg. Der kommt raus. Schaut mal. Da hinten sieht man schon die Häuser von Weingarten, glaube ich, ist das. So. Und hier bin ich jetzt. Rechts von dazu. So. Ich bin jetzt rechts von der Rheintalstrecke Basel-Karlsruhe, also der Zuglinie, nicht der Autobahn. Ich fahre hier auf dem Kiesweg. Rechts neben mir die Weinberge und Weinreben. Schaut mal, müsste jetzt auf der Höhe, ich weiß nicht, ich glaube Leutersberg sein. Da müsste jetzt bald in St. Gorgen ankommen. Mal schauen, wie lange ich hier oben bleiben kann, weil es gefällt mir nicht noch. Ich habe noch keine Lust, nach Hause zu kommen, nach Hause zu fahren. Macht mir irgendwie gerade noch Spaß. Obwohl morgen oder am Freitag, das wissen wir noch nicht, ich mit Rosangela auf die Hochburg möchte. So ist es zumindest geplant. Mal schauen, wie wir das hinbekommen. Jetzt auf jeden Fall erstmal hier. Jetzt ist schon wieder ein geteerter Weg. Wobei ich habe kein Problem mit so einem Kiesweg. Solange es Kies ist und kein grober Schotter, geht es wunderbar. Aber ich sehe schon, da vorne geht es wieder runter. Deswegen werde ich jetzt mal in die Bremsen gehen und aufhören zu filmen. Wir sehen uns später. So, ich bin mittlerweile in Bobau angekommen. Sehr lang filmen werde ich nicht. Ich habe beschlossen, ich fahre jetzt noch durch einmal quer durchs Bobau, dann Bahnhof, Achse durch und dann die Lehnerstraße nach Hause. Ich werde vielleicht zwischendurch noch ein paar Fotos machen. Vielleicht, keine Ahnung, sehe ich dann. Aber ich schätze mal,
Das ist jetzt das letzte Mal sein wird, dass ich filme. Deswegen werde ich jetzt mal gleich rechts ranfahren und mich von euch verabschieden. So. Es war schön, dass ihr mir wieder zugeschaut habt. Ich würde mich über ein Abo oder ein Like sehr freuen. Und vielleicht gibt es morgen auch schon wieder ein neues Video von der Hochburg zusammen mit meiner Frau Rosangela. Bis dann. Ciao.